Tag 92. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir kümmern Sie heute um ein neues Geschäftslokal, weil wir wollen die ganzen kleinen Stores hier, die zwei kleinen, die wir haben im Garmin District, nämlich vergrößern oder zu einem Shop zusammenfassen. Wir wollen zusätzlich Blumen dort noch verkaufen und können dann eigentlich auch Personal sparen. Mein Problem, was ich jetzt gerade habe, wenn ich jetzt das Personal da einspare, habe ich natürlich eine Handvoll Personal wieder über. Das kann ich nicht ewig irgendwo hinhalten, das klappt auch nicht, weil dann werden die wieder unzufrieden, weil sie nicht arbeiten dürfen und natürlich kein Geld verdienen, das ist doof. Das würde ich mir echt wünschen, also wobei Geld verdienen sie glaube ich trotzdem, aber ja, sie werden halt unzufrieden, das ist nämlich dämlich. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn ich sie kündige, ist ewig schade drum, weil das sind alles gut ausgebildete Mitarbeiter. Vielleicht fahren wir einen Shop dann dual, so lange bis wir für die andere Verwendung haben. Vielleicht lassen wir einfach den Geschenkeladen dann laufen, weil der läuft ja gut. Der läuft ja wirklich gut. Mal schauen, wie das dann ist, wenn wir zwei von dieser Kategorie haben. Da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Apropos bei der Preisgestaltung, wollte ich noch reinschauen. Bei G-Diamond immer nur 100%. Ja, ist das unfassbar, hey. Das gibt's ja gar nicht. Wie teuer kannst du verkaufen? Haben wir jetzt inzwischen wenigstens noch immer keinen teuren Schmuck verkauft. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen irritiert. Das irritiert mich echt ein bisschen. Ich traue mich das gar nicht eingeben, was ich eingeben will. $400, komm. Wir versuchen es einfach. Aber dass wir halt keinen teuren Schmuck verkaufen, das irritiert mich, weil beim Edelwaren verkaufen wir die schon, oder? Aber auch nur 10 Stück in 7 Tagen ist auch nicht viel. Aber dort verkauft man wenigstens immer so ein Stück am Tag, so ganz grob. Das passiert hier überhaupt nicht. Apropos Mist, ich muss noch was schauen. Wir brauchen Croissants. Warum ist jetzt der Preis mit der Schuppen wieder 15 Tage? Hä? Okay. Haben wir nicht so viel gebraucht in den letzten Tagen wohl? Okay, gut. Das heißt, wir bestellen nur. Echt jetzt nur Croissants nach? Das war doch. Moment. Wir brauchen Weinflaschen. Achso, wir haben hier auch preiswerte Geschenke. Von wo werden das jetzt ausgeliefert? Vom ersten Lagerhaus oder vom zweiten? Weinflaschen, Croissants, Donuts. Das brauchen wir mal auf jeden Fall. Und dann müssen wir jetzt abchecken, wer wo, wie, wann, wen beliefert. Oh Gott, ist das kompliziert. Hier wird G1 und Chill and Talk, also hier auch. Hier brauchen wir die Dinge von Warenhaus 1. Also preiswerte Geschenke auch. So, wer hat es gemerkt? Ich nämlich nicht. Also preiswerte Geschenke. Das heißt, ich kann die anderen Geschenke hier rüberpacken. Donuts, Croissants, Weinflaschen, preiswerte Geschenke. Donuts, Croissants, Weinflaschen, preiswerte Geschenke. Donuts, Croissants, Weinflaschen, preiswerte Geschenke. Donuts, Croissants. Preiswerte Geschenke, Weinflaschen. Donuts, Croissant. Scheiße, ich merke mir das nicht. Nur dazu ist das alles nicht beim selben, verdammt. Donuts. Dann Croissants. Weinflaschen gibt es ja auch nicht, verdammt. Okay, nicht schlimm. Ist nicht schlimm, hier bestellen wir mal. Da. Preiswerte Geschenke. Das bestellen wir auch gleich wieder mit, was? Nee, bestellen wir nicht mit. Achtung, okay. Preiswerte Geschenke. Und Weinflaschen. 64.000 kostet der Scherz. Naja, pfeif drauf. Pfeif drauf, lass die Sonne rein und schenk mir ein bisschen mehr Umsatz rein. So. Okay. Alles klar. Wir haben gesagt, wir brauchen einen Shop für den District. Wobei, ich bin echt am Überlegen, ob wir nicht. Ja, komm. Wir haben ja nur
Nee, was haben wir denn? Wir haben hier, wir haben doch mehr. Wir haben hier, den Juwelier braucht man nicht. Komm, wir gehen zuerst jetzt ins, nach Midtown. Wir gehen nach Midtown, wo wir auch den Juwelierladen haben und suchen sie hier ein großes Einzelhandelsgeschäft. 285 Quadratmeter, das finde ich schon mal gut. Was haben wir hier? 41 Verkehrsindex, 40 Kunden können wir bedienen. Das finde ich, klingt doch schon mal toll. Wie weit geht denn das? Ja, komm, wir nehmen das gleich, oder? $300. Aber bei 40 Kunden brauchen wir zwei Kassen. Da brauche ich ja doch zwei Kassen. Dann könnten wir ja... Ach so, ja, aber klar, weil das 205... Moment, nein, Moment. Wir bleiben hier. 225, das gefällt mir. Oh, das kostet sogar noch $80. Hat aber einen Verkehrsindex von 49, das ist doch super. Kundenkapazität 30. Sieht toll aus, da bringen wir alles unter, das sollte reichen. Genau. Genau. Ich bin völlig verwirrt. Oh, dieses ganze Umstrukturieren, dann wieder dieses ganze Liefern ins neue Ding, das macht mich völlig fertig. Das verwirrt mich ganz, ganz hart. Ich sag's euch, wie es ist. Was habe ich jetzt gesagt? Wir wollen hier die Geschenke. Wir wollen Blumen und wir wollen Wein und Zigarren. Wir lassen halt den Geschenkeladen halt aktuell dann trotzdem dort laufen, wo er ist. Was halt selten dämlich ist. Eigentlich ist es selten dämlich. Wie sieht denn das hier aus? Was ist, wenn ich das in Murray Hill mache? Das ist ja völlig dämlich, wenn ich in zwei Districts dasselbe Zeug verkaufe. Auch wenn es nur für den Übergang ist. Ich hätte gerne irgendwo eins mit 225 Quadratmeter, weil da komme ich mit einer Kasse noch aus. Das ist am Arsch der Wellen, das ist riesengroß vor allem. Boom. Boom. Das ist riesig hier alles. 225, aber einen schlechten Verkehrsindex gefällt mir weniger. Das gefällt mir besser. Kostet $106, das ist auch okay. Das fände ich eigentlich ganz gut. Wenn wir das hier hinpacken, eine Kasse, das heißt, wir können dort, ich sage jetzt einmal, dann machen wir dort G-Nobel. Wir schließen dort G-Nobel für den Moment, weil die Zigarren kann ich auch nur bei G-Wonno reinpacken. Die bringe ich nur irgendwie unter. Das schaffe ich schon noch. Und packen hier mal alles rein, das ganze Personal, die Ausbildungsbums, also ja, genau das. Ist halt für mich jetzt die Frage, also was deklariert man das dann, wenn ich dort alles verkaufe? Das, wo es am wenigsten Konkurrenten gibt, oder? Macht das Sinn? Als Juwelier? Oder Wein- und Spirituosengeschäft? Das ist ja völlig dämlich. Oh, warum kann ich das nicht einfach als Einzelhandel deklarieren? Weil was ist, wenn ich jetzt auswähle, das eine, wo es am meisten Konkurrenten gibt, ist ja auch doof. Wenn ich jetzt einfach sage, es ist ein Wein- und Spirituosengeschäft. Es ist ja wurscht, ich kann dort alles verkaufen in Wirklichkeit. Oder ging das nur zufällig im Geschenkladen? Oh, ich hoffe, das wird kein... Ich hoffe, das geht nicht in die Hose. Das wird... Oh. Das wird... G-Punkt-Job. Unternehmen gründen. So, dann machen wir hier unser Logo rein. Die Schriftfarbe machen wir so. Da hätte ich wieder, was war denn das? Chip-Job, das gefällt mir. Passt. Und hier packen wir jetzt alles rein, was wir bekommen. Das heißt, wir schnappen uns unsere Kiste. Und gehen jetzt mal shoppen.
So. Ja, ich weiß. Ich will nichts hören. So. Grüßi, ich bin's 1G und ich muss ein paar Sachen kaufen. Wir brauchen, oh Gott, da müssen wir jetzt ein paar Mal laufen. Backwaren brauchen wir nicht, aber wir brauchen ein Zigarrenregal. Wir brauchen Minimum ein Weinregal. Weitere können wir immer nur kaufen, wenn wir dann wissen, wie es aussieht. Kassenschalter, Umkleidekabine. Ich würde dann auch gerne eine normale Kasse kaufen, also so eine große Kasse kaufen, weil damit kann ich 3 Sekunden bedienen. Wein, Zigarren. Wo gibt es denn die anderen Regale? Die gibt es unten, ne? Wein, Zigarren. Und für den, was brauche ich denn für den Floristen? Was braucht denn der? Florist. Preis wird eine teure Blume. Da steht halt immer können verkaufen. Das verstehe ich überhaupt nicht, weil ich habe halt dort jetzt auch den Wein verkauft im Geschenkeladen. Ich hoffe, das ist kein Schuss ins Knie. Verkaufbare Produkte. Preis wird eine teure Blumen. Abgerundetes Regal. Das ist das gleiche Regal wie im Dingsbums. Sollen wir einen Schmuck auch dort reinpacken? Das endet in ein Chaos. Das war ganz unklug eigentlich, weil das passt mit dem Warenhaus und allem wieder nicht zusammen. Weil hat unser Warenhaus, unser neues, hat ja wieder nur einen Platz, oder? Oder wie war denn das? Slot 0, Slot 0, das hat ja auch wieder nur diesen einen Platz, ne? Scheiße. Hier habe ich da nur einen Platz zum Anfahren. Aus dem Warenhaus 2. Habe ich beim Warenhaus, aber hier, nee, Blödsinn. Ja, aber das bringt mir nichts, weil wenn ich selbst Edelwaren zusperre, na, Ginobel habe ich gesagt, sperre ich zu. Ja, das passt dann. Das passt dann, weil dann kann ich von Ginobel bekomme ich hier den Platz fürs Warenhaus 1, 2. Okay, alles gut, ich habe alles im Griff. YouTube, ich habe alles im Griff. Auch wenn es jetzt so ausschaut, ich bin mir eigentlich auch gar nicht ganz sicher. Schmuck. Pfeife drauf. Wir nehmen auch eine Schmuckvitrine mit. Warum habe ich mich jetzt hinter dem angestellt? Was soll das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir nehmen nur einen Mülldingsbums mit am Mülleimer. Wir brauchen ihn zwar für die Geschäfte zwar nicht, aber egal, was wir haben, haben wir. Dann düsen wir runter zum nächsten. Ja, alles gut. Ich bin Arzt. Oh oh. So, hier brauchen wir einmal Reinigungsstation. Dann brauchen wir. Das ist ja wurscht. Wir nehmen mal 1, 2, 3 von den Regalen mit. Da muss ich eh schon mal zahlen gehen. Weißt du, hier stellen sie alle in der richtigen Richtung an. Wenn das bei mir auch so klappen würde. So. Dann brauchen wir. Wo gab's denn die Kassen, sag mal? Die abgerundeten Regale. Gab's hier nicht irgendwo abgerundete, sage ich. Die Registrierkassen? Wo waren denn die? Einkaufskörbe? Wie viel Stück sind das? Stapel. Man weiß es nicht. Wird langen. Ich habe eine Frage.
Weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ach, am Produktaufsteller kannst du auch preiswerte Geschenke verkaufen. Aber nur preiswerte Geschenke. Warum? Registrierkasse. Nee. Wo ist denn die andere Kasse? Verkaufsstelle? Kasse mit Förderband. Bei AJ Patterson und so, da war ich doch gerade oben. Da war ich doch gerade. Ich verstehe es nicht. Habt ihr dort die Registrierkasse gesehen? Bin ich blind? Dieses Auto, Alter. Hä? Ah, hier. Habe ich gewusst. Lagerregal. Sag mal, was hat mich da unten gekauft? Waren das auch Lagerregale? Die schauen so anders aus. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig gekauft habe. Irgendwie bin ich mir unsicher. So. Dann müssten wir ins neue Geschäft. Wenn ihr nur wisst, wo ihr das hinbaut habt, das ist jetzt hier. Was haben wir denn jetzt? So 661.000. Dann haben wir nur eine Großbestellung, die auch noch rausgeht. Aber was tut man nicht alles, um sein Unternehmen zu vergrößern? Oh, wunderschön. Schaut euch das an. Sieht das denn toll aus? Sieht... Oh, G.Job. Oh, das ist wunderschön. Wunderschön. So. Kassenschalter. Das machen wir diesmal, machen wir das anders. Ich weiß noch nicht genau wie. Irgendwie so oder so ähnlich. Damit die auf jeden Fall nicht direkt in die Eingangstür reinstehen. Irgendwie so. Steht halt irgendwie komisch. Weil dann stehen sie in die Richtung. Dann ist aber nicht schlimm. Lagerregal. Einmal. Dann noch eins. Dann eine Reinigungsstation. Die stellen wir auch irgendwo auf. Hier. Wieso fährt er nicht weiter? Ich stehe, also an mir liegt es nicht. Ich sag's gleich. Ich habe den Stau hier nicht verursacht. Nein, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Einfach nein. Seid ihr doch selber schuld, wenn er da nicht vorbeifährt. Ich schau, guck, wo die weiße Linie ist und guck, wo mein Auto steht. Den Schuh ziehe ich mir bestimmt nicht an. Das können wir ja hier so aufstellen. Wein und Zigarren, das... Schaut denn das hinten an? Ach, das hat hinten. Oh, du Kacke. Das hat hinten und vorne einen Zugang. Okay. Das machen wir, platzieren wir natürlich ganz logisch bei der Kasse. Sie steht halt einfach falsch, gell? Da kannst du halt sagen, was du willst. Sie steht halt einfach falsch. Das nervt mich. Ich sag's euch, wie es ist. Das nervt mich. Kann ich das so stellen? Geht sie das nach außen? Nein, ich mach lieber so.
Sieht halt irgendwie wurscht, wie man es macht, sieht blöd aus. Irgendwie so. So machen wir das. Oh Gott, wir haben viel zu viel Fläche hier. Das ist ja riesig. Ach Gott. Riesig ist es, Leute. Warum hat mich keiner gewarnt vorher? Weil hier haben wir jetzt die, pass auf, die Blumen und die Blumen und die Geschenke. Dann können wir hier noch irgendwie den Schmuck oder was weiß ich, was ich da noch habe. Ich glaube, Schmuckkästchen habe ich noch. Schauen wir mal, ich habe hier. No, wow, so. Nein! Oh. Oh. So, Stapel Einkaufskörbe und zwei Schmuckvitrinen, genau. Okay. Ich glaube, ich stelle diese Schmuckvitrinen hier hin. Das gefällt mir nicht. Wir machen das Zigarrenregal hier, so irgendwie. Und das Weinregal hier. Sieht eigentlich auch scheiße aus. Och. Sag mal, ist das mittig? Ja, ist es. Dann machen wir die hier hin. Und dann müssen wir auch noch für Dekokram sorgen und all dieses Zeug. Hier machen wir dann die teuren Geschenke. Hier machen wir preiswerte Geschenke. Hier machen wir teure Blumen. Und hier preiswerte Blumen. Hier sind die Zigarren, da geht eh nichts anders. Und hier ist der Wein, das passt auch. Super. Perfekt. Das ist es soweit mal ziemlich clean, aber gut. Wenn wir das dann schön, wenn wir das nur schön dann dekorieren und so, das wird toll. Dann müssen wir nur die Böden machen und die Wände und whatever. Jetzt ist einmal der nächste Step, wir müssen ins Bett. Stehen immer noch da. Wir haben halt einfach einen Verkehrsschau ausgelöst. Auch wenn ich nicht verstehe, warum. Die sind mir einfach nicht fahren lassen. Tüdüt. Also ich bin gespannt, ob jetzt die nächste Preiserhöhung bei dem Schmuckgeschäft im Nobeldistrikt quasi dann auch nochmal durchgegangen ist, weil dann für alle von Glauben hat. Das ist ja unfassbar, was du dort verlangen kannst. Das ist ja krass. Völlig verrückt. So, die Lieferungen sind eingegangen. 40.000 Dollar Gewinn. Das ist okay. So, was haben wir hier für Nachrichten bekommen? Ach du Shit. Oh, das Lager ist voll. Ach, hoppala. Oh, wir haben nicht alle Waren unterbracht. Jetzt ist es passiert.
Jetzt ist es passiert, wir haben nicht alle unsere Waren unterbracht. Natürlich gerade die Croissants, die wir braucht hätten, haben wir... Oh, habe ich das dann trotzdem bezahlen müssen, den Quatsch? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Aber das heißt für uns, wir müssen dringend... Dringend geht gar nichts, weil die sperren erst um 10 auf. Auch Blödsinn. Wir müssen... noch mehr Regale kaufen. Vor allem jetzt einmal vorrangig fürs erste... Ach, wow. Und siehst du, ich hab nur geglaubt, wir bringen das so schnell nicht voll. Tja, erstes Gebot, du sollst sie nicht täuschen. Unser... Au! Au! Oh, krass. Da geht's dahin, unser hart verdientes Geld. Also, Palettenregale. Ich könnte euch noch erinnern, vor ein paar Folgen, als wir losgelegt haben, da hättest du nicht einmal einfach so locker flockig um 12.000 Lagerregale einkauft. Definitiv nicht. Es war der nackte Kampf ums Überleben. Und jetzt? Es läuft. Es läuft. Ich finde es gut. So. Warenhaus 1. Ja, das ist bumsvoll. Guckt euch das an. Bumsvoll mit Waren. Ach du Scheiße. Ach du heiliger Bimbam. Uff, das ist krass. Wow. Ist das so wie da drüben? Du heiliger Bimbam. Ja, krass. Also, wir brauchen mehr Platz. Dann machen wir auch mehr Platz. Heißt aber auch, wir müssen gleich noch einmal die Bestellung rausgeben. Ich habe halt echt Panik, dass uns das dann nicht geliefert, also dass wir das bezahlt haben, aber nicht, steht halt auch nicht dort, ob du es dann nachher nochmal geliefert bekommst oder ob du es neu bestellen musst. Da bin ich schon wieder falsch, Einkäufer. Wir brauchen die Donuts und die Croissants waren es, ja. Probieren wir es nochmal, Bestellung. So. Weiß ich halt wieder nicht, ob ich es unterbringe. Meint ihr, ich soll noch... Ich glaube, ich kaufe noch ein. Komm, scheiß drauf. Ich kaufe noch ein paar Regale. Weil ich traue der ganzen Sache nicht. Ich traue ja einfach nicht. Nicht, dass wir dann da stehen. Und die passt wieder nicht rein. Es ist halt doch schon eine ganze Menge jetzt, was da an Waren reingeht. Darf man echt nicht unterschätzen. Aber das macht alleine halt dieses Kaffeehaus, weil dort halt Unmengen an Zeug, ne? Diese Donuts, Croissants und was weiß ich, was wir alles haben, was wir dort alles verkaufen, das ist schon richtig, richtig viel. Und der Umsatz ist halt so, ja, Umsatz. Der Umsatz ist eigentlich okay, aber der Gewinn ist so, könnte mehr sein, könnte gern mehr sein. Ist wohl wahrscheinlich ein bisschen einfach der Gegend geschuldet, wenn ich mir das ansehe. Das hatte ich überhaupt nicht am Schirm und ich dachte eigentlich auch nicht, man sieht es jetzt auch beim Schmuck, ne? Wie extrem krass die Preisunterschiede von einem Viertel ins nächste sind, ne? Wo ich dort eben nur $180 für preiswerten Schmuck verlangen kann und dann mounten sie schon. Kann ich halt dort den Schmuck um fast $400 verkaufen, ne? Ein und dasselbe. Es ist ja nicht so, dass ich was anderes dort verkaufe. Das ist schon verrückt. Das ist schon verrückt, muss man sagen. Aber ja, gut. Mein Gott. So sei es. Gut. Leute, ich bin zufrieden. Soweit.
Wir schauen uns nur dann ganz schnell die Zahlen an. Um zu sehen, dass auch hoffentlich soweit alles passt. Und zwar bei... Habe ich jetzt geschaut bei G-Diamond? Ist immer noch Preisgestaltung 100%. Das ist völlig verrückt. Aber nach wie vor keinen teuren Schmuck verkauft. Da bin ich völlig unsicher. Ich bin total verunsichert, was den teuren Schmuck angeht. Warum ich dort keinen teuren Schmuck verkaufe. Liegt es wirklich am Preis? Muss ich mit dem Preis nochmal runter? Aber ich glaube halt, wenn der Preis nicht passen würde, dann schlägt sich das dort auf der Zufriedenheitsliste nochmal nieder. Das war immer nur so. Das ist sowieso, ich weiß nicht, wie weit ich das noch in die Höhe buttern kann. Das ist mir völlig schleierhaft. Das ist ja, da wird einem ganz schwummrig. Voll gut, oder? Schauen wir mal jetzt mit der neuen Preisgestaltung, ob es immer noch passt. So, die Lieferung ist eintroffen, diesmal ist Platz. Leider nur 31.500 Dollar Gewinn, nur unter Anführungszeichen. Aber damit haben wir, das kennen wir ja schon, ist Mittwoch. Das ist immer, das sackt so extrem ab. Das ist echt, echt krass. Habt ihr das eigentlich auch, dass es so extrem dann in die Brüche geht? Mitte der Woche? Ich meine, man kennt es ja, natürlich ist am Wochenende mehr, aber so extrem, ich finde es krass. G-Diamond. Ah, jetzt ist die Preisgestaltung bei 65. Jetzt haben wir es übertrieben. Seht ihr, jetzt ist es einbrochen. Also wohl die 400 Dollar, glaube ich. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan, aber ich glaube, die 400 Dollar waren noch okay. 420 war dann zu viel. Das hat sie völlig gekillt. Ich gehe hier jetzt auch mal runter, weil... Ja, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. No. Und ja, dann schauen wir mal. Aber ja, also hier hat man jetzt gesehen, jetzt hat es diesen Sprung gemacht. Ne? Darum das meine ich ja. Wenn es zu viel ist, ist es zu viel und dann kaufen die Leute nichts und dann, ja, dann bist du einfach im Eimer. Und dementsprechend war auch gleich, guck, da war gleich mal nichts mehr mit. Mit Gewinnen. Hat es gleich mager ausgesehen. Alles gut, das passt, es läuft. Leute, bis zur nächsten Folge morgen dann.